Nochmal der grobe Überblick zu den Datentypen. Es ging los mit Int und Bool. Zwischendurch kamen Sachen wie Float und Long und Character und so weiter. Dann gab es als was Neues, Größeres, die Arrays, sowas wie Int A von 13. Baue mir ein Array, in das ich 13 verschiedene Ganzzahlen oder auch gleiche 13 Ganzzahlen reinschreiben kann. Dann gab es letztes Mal Struct. Mit Struct baue ich einen eigenen Datentyp. Den gebe ich einen Namen und sage, was denn drinnen stehen soll. Und in C, als Unterschied zu C++, damit so funktioniert wie in C++, noch ein TypeDef dahinter. Damit bauen Sie einen eigenen Typen. Bei den Arrays war das so, dass Sie sofort sagen, gib mir hier 13 ganze Zahlen hintereinander und nenn das ganze A. Bei den Structs baut man sich erstmal einen neuen Typ und muss dann Variablen dieses neuen Typs anlegen. Und jetzt will ich Ihnen noch was zu Aufzählungen erzählen. Die Enumerations, Enum, sieht zum Schluss nachher sehr ähnlich aus wie die Structs. Enum, irgendwas, was steht drinnen. Und ein TypeDef dann auch, damit es wieder aussieht wie in C++ ansonsten. Die Aufzählungen. Aufzählungen kommen typischerweise vor, Enumerations kommen typischerweise vor, wenn es darum geht, verschiedene Zustände zu unterscheiden. Stellen Sie sich ein Ventil vor oder eine Tür oder ein Fenster oder was auch immer, das war, was mir eingefallen ist, als erstes ein Ding, das verschiedene Zustände haben kann, vielleicht sowas wie offen und geschlossen, defekt und vielleicht obendrein noch einen Zustand namens Test, was auch immer das sein mag, ein Selbsttest oder was Ähnliches. Sowas könnte irgendwie ein komplizierteres Fenster, ein komplizierteres Ventil sein, offen, geschlossen, defekt und Test, dass das die Zustände hat. Das kann ich auf die billige Art bauen in C, indem ich einfach Zahlen zuordne, indem ich sage, okay, eine Variable, die den Zustand beschreibt von diesem Fenster, diesem Ventil, was auch immer, sagt einfach, der Wert 0 heißt offen, der Wert 1 heißt geschlossen, der Wert 2 heißt defekt und der Wert 3 heißt Test. So speichere ich mir die verschiedenen Zustände. Eine Ganzzahlvariable mit 4 verschiedenen Werten und jeder von diesen Werten, weiß ich dann im Hinterkopf, hat eine bestimmte Bedeutung in der wahren Welt. Das könnten wir jetzt im Prinzip so hinschreiben. Sie machen das, die Entwicklungsumgebung auf und schreiben zum Beispiel ganz professionell static const int open soll einfach 0 heißen. Na, wenn ich mal das Gleichzeichen finde, da. Open soll einfach 0 sein. Damit ich nicht mit den nackten Zahlen arbeiten muss, sondern Namen für die nackten Zahlen habe. Ich könnte natürlich in meinem ganzen Programm jetzt sowas schreiben wie if Zustand gleich gleich 1, schleifen in Bedingungen und so weiter. Einfach mit den Zahlen vergleichen. Das wäre aber eher ungeschickt. Ich möchte lieber Namen haben dafür. Was haben wir? Defekt sollte das sein, ne? Oder? Defekt sollte das sein. Dann nenne ich das hier Fault und dann was hier Test. Also auf die. Das wäre Nummer 12. Dankeschön. Man könnte erstmal auf die ganz billige Art sagen, auch mein Zustand ist in irgendeiner Variable namens A und wenn ich schreibe gleich 0, merke ich mir, oh, der Zustand ist offen und vielleicht rechne ich dann irgendwas kreuz und quer, mache irgendwelche Änderungen und irgendwann prüfe ich, ob das Ding geschlossen ist in der Form. Das wäre eher blöd zu lesen. Da müsste man irgendwo dann immer noch dazu schreiben, oh Vorsicht, das heißt jetzt eigentlich offen in meiner Nummerierung. Offen soll 0 sein, 1 soll sein, ich prüfe, ob der Zustand geschlossen ist und so weiter und so fort. Wäre wieder haarsträubend zu lesen, Sie müssten dann jeweils immer so einen Kommentar, ist offen, open, ob wir auch immer dahinter schreiben, das wäre nervig. Mit diesen Konstanten wäre es schon mal eine Nummer besser. Ich könnte hier schreiben, A ist gleich open und ich könnte hier vergleichen mit closed,
spart mir die Kommentare dahinter. Darf man gerade mal sicherheitshalber auch prüfen, ob er das übersetzt. Nicht, dass ich hier einen Blödsinn erzähle. Project Make. Okay, nur ein paar Warnings, weil ich die Sachen nicht benutze. Fault und Test kommen bisher gar nicht vor. Deshalb nur Warnings, aber das läuft so. Also, das wäre schon mal eine Nummer besser, als hier die nackten Zahlen zu verwenden. Dass ich den nackten Zahlen sinnvolle Namen gebe. Open, Closed. Das hier mit dem Static Const ist vielleicht ein bisschen sehr abgehoben. Sie können auch Int Open schreiben, aber wenn Sie Int Open schreiben, können Sie nachher das Open ändern und da 42 reinschreiben. Das wäre nicht gut. Deshalb ein Const. Und mit dem Static sorgen Sie dann noch dafür, dass das außerhalb dieser Datei unsichtbar ist. So könnte man das auch in eine Header-Datei schreiben. Das wäre nachher schicker. Das wäre eine Art, das zu tun, dass meine Zustände Namen bekommen. So wird es schon etwas besser zu lesen und auch etwas sicherer zu schreiben, wenn Sie da nicht beliebige Zahlen reinschreiben können. Mit den Enumerations geht das Ganze noch eine Ecke schöner. Vielleicht nochmal nebenbei gefragt, man könnte jetzt auf die ganz harte Idee kommen und versuchen, sowas nicht mit Zahlen zu machen, sondern mit Zeichenketten zu machen, dass Sie sich merken, als ganz harte Lösung, man kommt ja auf die wildesten Geschichten, dass ich mir merke, oh, was ist mein aktueller Zustand, State, und das in einer Zeichenkette, warum nicht? Ich speichere mir einfach in einer Zeichenkette, was denn der aktuelle Zustand ist. Zum Beispiel am Anfang soll es der Zustand open sein. Und ich könnte die ganze Zeit mit dieser Zeichenkette arbeiten. Und da steht dann eben im Open, O-P-E-N, drin oder Close, C-L-O und so weiter drinnen, mit Zeichenketten. Warum wäre das keine gute Idee, das mit Zeichenketten zu machen? Also Problem 1 ist der Speicherplatz. Das hier wären ja schon mal 5 Byte. Wo hätte ich sowieso pauschal immer 15 angelegt? Und so ein Vergleich, hier müsste jetzt dann ein Vergleich von Zeichenketten werden. Da müsste sowas stehen wie String Compare A vergleichen mit der Zeichenkette Closed und dann müsste ich überhaupt noch, kommt da jetzt minus 1, plus 1 oder 0 raus, sowas müsste ich plötzlich tun. Beziehungsweise hier möchte ich vergleichen, ob die gleich sind, so müsste ich das schreiben. Sind die beiden Zeichenketten gleich? Das wird alles höllisch aufwendig mit Zeichenketten, also bitte auf keinen Fall mit Zeichenketten sowas machen. Man versucht das Ganze mit Zahlen hinzukriegen. Wenn ich nur diese 4 Zustände habe, nummeriere ich die einfach durch und mache das Ganze mit Zahlen. Für diesen Trick, die einfach durchzunummerieren, gibt es eine spezielle Lösung in C und allen seinen Nachfolgesprachen. Wobei ich muss sagen, in Java gab es ihn erst nicht, aber seit einiger Zeit gibt es ihn auch in Java. Enumerations, eine Aufzählung. Ich zähle die verschiedenen Möglichkeiten auf und dann wird es hinter den Kulissen eine ganze Zahl. Sie schreiben enum, enumeration, enum, geben dem Ding einen Namen, zum Beispiel Machine State. Nenne ich das jetzt einfach mal dreist in meinen Maschinenzustand. Und dann schreiben Sie in Schweifklammern dahinter, wie denn die verschiedenen Zustände heißen sollen. Zum Beispiel hier jetzt Open, Closed, was hatte ich, Fault und Test sollen meine 4 heißen. Dann passiert hinter den Kulissen nicht viel anderes, als wie hier mit dem Static Const Int. Das Ganze ist nur wesentlich schlanker geschrieben. Hiermit erzeuge ich einen neuen Typ, wenn sich erinnert, Struct sah so ähnlich aus. Ich erzeuge einen neuen Typ, aber dieser Typ ist jetzt ganzzahlig und hat nur 4 Möglichkeiten. Und so wie ich es hier hinschreibe, ist es einfach 0, 1, 2, 3. Ich habe die Zahlen 0, 1, 2, 3 benannt. Die Zahl 0 heißt Open, die Zahl 1 heißt Closed.
Zahl 2 heißt Fault, die Zahl 3 heißt Test. Warum schreibe ich das überhaupt hier und nicht im Programm? Das machen wir doch mal hier im Programm. Die Nummer 13, ich nehme den hier oben, werde ich zumindest mal auskommentieren, dass ich keinen Ärger kriege. Logment, so. Also eine Enumeration und die nenne ich Machine State. Und nun schreibe ich in Schweifklammern, was das werden soll, welche in diesem Fall 4 es werden sollen. Open, Close, Closed. Fault, auch sehr schön, Fault und Test sollen es werden. Derselbe Ärger wie bei der Struct. Jetzt habe ich nicht tatsächlich überall sichtbar in, wie soll ich sagen, nicht allgemein sichtbar in C diesen eigenen Typ Machine State gebaut. Der lebt erstmal nochmal in seinem eigenen Namensraum für die Enumerations. Das ist ein technischer Krempel, den ich gar nicht vertiefen will. Damit man das Ding ordentlich verwenden kann, Typeface wollte ich schon schreiben, damit man das Ding ordentlich verwenden kann, braucht man so ein Type Definition und sagt hier, diese inner Machine State soll bitte überall einfach Machine State heißen. Dann sieht das Ganze aus wie in C++ und in den neueren Sprachen. Also in den neueren Sprachen brauchen Sie diese Zeile hier nicht. Ohne diese Zeile müssten Sie in C immer inner Machine State schreiben, statt nackt Machine State. Das finde ich sehr nervig. So, damit habe ich jetzt einen neuen Typen. Und nun kann ich anfangen, den in meinem Programm zu verwenden. Ich kann sagen, eine Variable soll vom Typ MachineState sein, zum Beispiel S, und den Wert Open haben. Das heißt, sie hat stillschweigend den Wert 0. So sieht das Ganze viel lesbarer aus. Das ist also, was man Syntactic Sugar nennt, den syntaktischen Zucker. Hinter den Kulissen ist das eine ganze Zahl und sie wird auf 0 gesetzt, aber so ist es viel schöner zu lesen. Ich sage, oh, S speichert einen Maschinenzustand, oben steht, was das ist, und am Anfang hat es den Wert Open. Hinter den Kulissen ist es eine 16-Bit-Zahl, die steht auf 0. Aber so kann ich es ordentlich lesen, anders als eben. Und ich kann dann so einen Vergleich einbauen. Ist S denn jetzt geschlossen? Der Zustand zwischendurch, also es wird irgendwas passieren natürlich, sonst wäre ja nichts geschlossen. Ist da irgendwas passiert zwischendurch? Wenn ja, dann tue dieses oder jenes. Ups, tue dieses oder jenes. Sowas könnte man dann schreiben. Und es kompiliert sogar.